Nennt mich altmodisch, aber ein Staat, der sich zuständig fühlt, wäre mal wieder schön. Der sich kümmert. Die tun ja so, als wären die von Privatleuten organisierten Tafeln quasi ihr verlängerter Arm. Ich habe nicht viel Rente und da hat mir das Sozialamt, bekomme ich einen Zuschuss zur Miete und da hat mir das Sozialamt empfohlen, hierher zu kommen. Ja, kriegen Rentner immer häufiger zu hören. Geh doch einfach zur Tafel und sag das Codewort, lautet Staatsversagen. Immerhin kein Politiker, der noch bis drei zählen kann, würde sagen, dass es richtig ist, Ausländern nichts mehr zu geben. Ja, der Dobby hier, der findet das okay, dass erstmal nur die, Zitat Dobrindt, angestammt Berechtigten was zu essen kriegen. Ich finde, es sollte eine Tafel geben, die abgelaufene Hirnreste an bedürftige Politiker verteilt. Der Dobby! Wieder eine Gelegenheit verpasst, zu schweigen. Jetzt mal ohne Witz, man kann doch nicht Not gegen Elend ausspielen. Doch, kann man. Hier, neues Computerspiel. Mortal Kombat Tafel Edition. Brutale Fights, Arm gegen Arm. Kämpf an der Schlange vor der Tafel als Omar Kasalek gegen Ahmed aus Syrien. Für jeden Treffer gibt's einen Brokkoli. Oder du spielst den Dobrindt, das heißt tatenlos am Rand stehen und Dünnschiss labern. Mortal Kombat Tafel Edition. Jetzt gibt's richtig eine getafelt, Freunde. Nicht im Heute-Show-Fanshop. Ja. Ja. Es gibt Verteilungskämpfe am unteren Ende der Gesellschaft. Das ist Tatsache, die darf man nicht ignorieren. Aber das eigentliche Thema heißt Ungleichheit. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Jedes fünfte Kind. Und das wird vererbt. Es gibt regelrechte Hartz-IV-Dynastien bei uns. Das ist eine Schande. Ja. Kinder, deren Familie schon in zweiter Generation zur Tafel geht. Und das ist keine Naturkatastrophe, Freunde. Das ist die Folge von Politik. Denn der ganz große Tafelboom hat eben nicht mit der Flüchtlingskrise angefangen, sondern richtig mit den Hartz-IV-Reformen. 2004, 2005, da gab es einen Riesenanstieg. Verstehen Sie, Tafel und Agenda, das gehört zusammen. Die Tafel Deutschland, eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 25 Jahre Tafel und bald 935 Filialen. Da wird selbst Starbucks grün vor Neid. Aber dieser Armutsboom wäre gar nicht möglich gewesen ohne einen Mann. Deswegen sagen wir heute Danke. Danke, Gerd, ich töne nicht, ich färbe, Schröder. Vater der Tafeln. Ruhig auch mal Danke sagen. Ja.